Ja, hallo, willkommen zu dem ersten Talk bei der Foscon 2018. Erstmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut hergekommen. Ja, der erste Talk ist auf Deutsch, deswegen auch gleich auf Deutsch. Wer von euch hat denn keine Ahnung, was ein Upload-Filter ist oder was unsere tollen Gesetzgeber in der EU versuchen, alles so schön für unsere Medienunternehmen zu machen? Okay, und wahrscheinlich wisst ihr auch alle, was Open Source ist, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Und was das beides miteinander zu tun hat oder sich beeinflussen wird, das wird euch Bernd Fiedler erzählen, auf den ich mich sehr freue. Bitte seid sehr lieb und nett zu ihm, weil er ist kein Entwickler, sondern kommt von einem anderen Bereich. Und ja, wenn er da mal irgendwas nicht so ganz so, seid trotzdem nett zu ihm. Viel Spaß mit Bernd Fiedler. Und vom Algorithmus verhindert, Roboter sagen immer nein. Dankeschön. Ich bin genauso gespannt wie ihr, denn ich bin zwar in der Materie drin, aber ich bin darauf angewiesen, dass ihr mir ganz stark auf die Finger schaut. Ich sage dazu gleich noch was, aber ich kann euch zwei Arten von Geschichten kursieren momentan so ein bisschen. Das eine ist die Geschichte, das gibt da so irgendwie alte Männer in Brüssel, die haben keine Ahnung, wie Internet funktioniert und die haben mal gehört, ach mal was mit Digitales, das könnte ganz wichtig sein, da können wir mal was zu machen. Und jetzt fangen die anderen rumzufummeln und machen dabei aus Versehen das Internet kaputt. Das ist die eine Geschichte. Die ist sehr einfach, die ist sehr schön, aber ihr ahnt, das kann nicht ganz die Wahrheit sein. Die andere Geschichte, auf die relativ, also die Grund für diese Reform ist, ist diese. Es gibt da so ganz viele arme Künstler. Und die machen ganz tolle Sachen und Kreative, die machen großartige Sachen und das wird online vermarktet. Das ist das, worauf das ist der Content, auf dem Geschäftsmodelle von GAFA, also von Google, Amazon, Facebook und Apple oder also das große böse Silicon Valley Komplott, auf dem diese Geschäftsmodelle aufbauen und diese Künstlerinnen und Künstler, diese Kreativen, die müssen entsprechend entlohnt werden. Die müssen mehr von dem Kuchen abhaben, der da von den großen Digitalfirmen erwirtschaftet werden. Auch das ist eine sehr einfache Geschichte, aber eine, die ziemlich gut verfängt. Auch das ist nicht die ganze Wahrheit. Überhaupt nicht. Aber das ist quasi der Grund und die Geschichte, die hinter der Reform steckt, mit der wir uns momentan auseinandersetzen. Mein Name ist Bernd Fiedler. Vielleicht kennt ihr mich von dem Bild. Immer wenn irgendwie über Upload-Filter berichtet wurde, ist das ganz groß überall gelaufen. Also ich werde bezahlt für die Meinung, die ich hier vorne vertrete. Deswegen tretet mir bitte auf die Füße und zeigt mir Widersprüche auf, sofern ich sie äußere. Na, abgesehen davon, ich habe mich mit Urheberrecht schon eine ganze Weile ehrenamtlich auseinandergesetzt bei der Jugendpresse Deutschland vorher. Ich bin dem Thema nicht ganz fern, und meine Ansichten haben sich tatsächlich gar nicht so sehr geändert. Wir fahren schon eine ganze Weile eine Kampagne und ich würde euch bitten, falls ihr sagt, dieser Talk ist langweilig und ich würde gerne was anderes machen, würde ich euch Folgendes vorschlagen. Es gibt momentan eine ganze Menge von Abgeordneten, denen man sagen kann, was Sache ist und was man selber für Wünsche da reinbringen kann. Ihr könnt sagen, hey, ich mache mal ein Selfie oder so, oder ihr sagt, nee, das, was der Bernd Fiedler davon erzählt, das stimmt gar nicht, ich twitter für die andere Seite. Oder ihr könnt sagen, ich mache mal so ein Foto mit so einem verschwommenen Upload-Filter. Ich habe euch hier mal so ein paar davon mitgebracht. Ihr sitzt jetzt leider so wunderbar verteilt hier. Ich würde euch einfach ein paar reingeben. Während ich kurz ein Kampagnenvideo laufen lasse, dann habe ich Zeit, hier ganz kurz rumzugehen. Macht die Dinger einfach auf und nehmt euch einen raus. Gucken, ob der Ton funktioniert. Natürlich nicht. Da sieht man mal, wie gut ich wieder vorbereitet habe hier. Also jetzt spiele ich zumindest in das System hier ein. Es wird nur leider nicht weitergegeben. Das wird interessant. Ich habe mindestens noch zwei andere Videos, die muss ich dann wohl live synchronisieren. Ist in Ordnung. Dort seht ihr gerade, wie wir vor dem SPD-Parteitag diese lustigen Flyer verteilen, denn wir sind ja schon eine ganze Weile dabei, diese Kampagne zu fahren. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass das irgendwann mal vorbei wäre, aber mitnichten. Wir beschäftigen uns inzwischen schon mehrere Monate damit. Wer ist ja eigentlich mein Ansprechpartner für die Technik, für Ton oder sowas? Sitzt hier eine? Das wäre super. Das wird dann nämlich später sonst ein bisschen traurig.
jetzt sitzt ihr hier und denkt euch vielleicht, was soll denn der ganze Mist? Ich bin ja, also ich würde mich vielleicht im weitesten Sinne als Kreativen bezeichnen, aber was hat diese Urheberrechtsreform mit mir als Coder zu tun? Was hat das mit mir als Entwickler zu tun? Nun, im Urheberrecht, also ich habe jetzt mal diesen Text und da hinterfragt bitte meine Quellen. Ich habe euch hier unten nochmal die Adresse aufgeschrieben, wo ich das Ganze her habe. Meine Slides könnt ihr, also die URL habe ich am Anfang angezeigt, ansonsten wird immer ein QR-Code eingeblendet. Meine Quellen könnt ihr jederzeit gerne prüfen. Es geht bei der Reform darum, Werke und sonstige Schutzgegenstände zu schützen und Lizenzverträge abzuschließen. Und wie genau das gemacht wird, kommt gleich. Im Sinne des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland ist ein Werk erstens, also gleich das, der erste Anwendungsfall ist tatsächlich Sprachwerke und Computerprogramme. Das heißt, okay, wir sind, also Urheberrecht ist da eine wichtige Sache. Aber ich mache doch eigentlich freie und offene Software. Ich mache das unter einer GNU-Lizenz und so diese Copyright-Claims, das sollte mich jetzt eigentlich nicht so sehr interessieren, könnte man meinen. Das Problem an der ganzen Nummer ist aber, dass sämtliche Software, die wir momentan auch im Anwenderbereich haben, ja irgendwie auf Open Repositories aufbaut. Das werden immer Sachen verwendet, die vorher Open Source waren, die immer noch Open Source sind und die auch bitte Open Source bleiben, damit auch andere auf diesen guten Ideen aufbauen können. So funktioniert unser System, so funktioniert unser Internet. Wir haben die Befürchtung, dass das mit Upload-Filtern verhindert werden könnte. Jetzt, während der Tonmeister gerade noch am Werkeln ist, erzähle ich gleich noch ein bisschen weiter. Die Gefahr, die dahinter steckt, ich nehme an, dass ihr alle irgendwie an offener Software baut, entwickelt, sonst wärt ihr sicherlich nicht hier. Und ihr habt sicherlich schon mal den ein oder anderen Anwendungsfall gehabt, wo Software, die ihr mitentwickelt habt, irgendwie kommerzialisiert wurde und eine geschlossene Lizenz gestellt wurde und auf irgendeine Art und Weise verwertet wurde, nehme ich an. Was würdet ihr, ne? Hatte schon mal jemand den Fall? Ja. Okay. Was würdest du jetzt aber sagen, wenn du diesen Code, den du entwickelt hast, auf dem er dann aufgebaut hat, dass er dann vermarktet hat und ist ja auch fein, wenn du diesen Code, den du selber geschrieben hast, nicht mehr verwenden dürftest? Machst du einen neuen Code, kein Problem. Ja, das ist das Schöne an Kreativen, die werden ja nicht alle. Aber wir würden gerne, das ist das Ziel, dass du dann den Code auch nochmal weiter verwenden kannst und nochmal für eigene Sachen nehmen kannst. Darf ich es nochmal probieren mit dem Ton? Also ich spiele es jetzt auf HDMI aus und ich hoffe, dass es auch bei euch irgendwie ankommt. Okay. Dann nehme ich ein Klinkenkabel. Denn entschuldige meine Ignoranz. Das. Klack. Sagen wir, es ist ein Kopfhörer? Ja. Gut. Probieren wir es. Ein Webentwickler hat mal zu Artikel 13 Folgendes gesagt. Artikel 13 takes an unprecedented step towards the transformation of the Internet from an open platform for sharing and innovation into a tool for the automated surveillance and control of its users. Das Internet wird mit Artikel 13 zu einem Überwachungstool. Und verdammt nochmal, das wollen wir verhindern. Was das Ganze für Softwareentwickler heißt, das wird auch nicht ich erzählen, sondern jemand, der sich besser damit auskennt, nämlich jemand von GitHub. Jetzt bin ich gespannt auf den Ton. Ich habe hier nichts gemutet. I think it can have a very negative impact. Danke. Because it can kind of break the ecosystem of open source software development. So I think open source software development has a huge impact in the world. Most companies and most software in the world uses open source components. So it breaks, I think, contributions people make. For example, if you would filter, it could potentially break software libraries where other software products depend upon. So it would basically kind of break the whole ecosystem, potentially. I think we would be best off without the directive, I think, because it's, you know, it has a very negative impact, not just on open source software or software development. In minimum.
Ja, das Problem an der Nummer ist, wenn man sagt, wir wollen das, die Reform gar nicht, dann hat man wieder die andere Geschichte. Was ist mit den armen Künstlern, die bisher zu wenig Geld verdienen und die wollen auch was vom Kuchen abhaben? Also da sind wir vielleicht nicht ganz einer Meinung. Was genau soll aber gemacht werden? Artikel 13, ganz kurz erklärt. Momentan haben wir ein Copyright-Regime online bei benutzergenerierten Inhalten, also bei Plattformen, ein Haftungsprivileg. Das heißt, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ihr hier zu meiner linken Seite, zu eurer rechten Seite, ihr seid quasi die Plattform. Und wenn bei euch jetzt irgendwas ist, dass dort nicht stehen darf, dann seid ihr hier in der Mitte, die Rechteinhaber, ihr sagt denen Bescheid, Achtung, da wird mein Urheberrecht verletzt. Da ist irgendwas, da ist ein Schutzrecht drauf und das hat einer hochgeladen, das darf da nicht stehen. Nimm das bitte runter. Bevor die Rechteinhaber euch Bescheid sagen, seid ihr nicht in der Haftung. Wenn ihr Bescheid gegeben bekommt, ab dem Moment müsst ihr reagieren. Und dann müsst ihr es prüfen und dann sagt ihr, okay, ihr habt recht, das muss runter, das nehme ich runter. Oder ihr sagt, nee, das darf da stehen, aus folgendem Grund. Und wenn sie es aber nicht runternehmen und es darf da nicht stehen, was macht ihr? Klagen. Genau, das kann ganz schnell ganz teuer werden. Das ist das Notice-and-Takedown-System, was momentan da ist. Das kann man mit einer Schrotflinte quasi, das kann man manuell machen. Man kann das auch mit automatischer Überwachung machen. So grandiose Beispiele sind zum Beispiel Googles Content-ID-System, was bei YouTube die ganze Zeit drüber läuft. Soundcloud hat entsprechende Überwachungsmechanismen, Ähnlichkeitserkennungssoftware. Und da gibt's noch ein paar andere. Audible Magic, glaube ich, läuft darüber noch. Die man als Dienstleistung einkaufen kann, die solche Sachen selbstständig erkennen können. In Artikel 13 steht jetzt drin, dass Dienstanbieter der Informationsgesellschaft Maßnahmen ergreifen, um die gewährleisten, dass die mit den Rechteinhabern geschlossenen Vereinbarungen zur Zugänglichkeit der von den Rechteinhabern genannten Werke eingehalten werden. Diese Maßnahmen sind beispielsweise wirksame Inhaltserkennungstechniken. Zugegeben, da steht nichts von Upload-Filtern. Da steht was von wirksamen Inhaltserkennungstechniken, die zum Beispiel eingesetzt werden können. Die Frage, die sich jetzt stellt, was wären Alternativen? Da drin steht, du musst nicht nur dafür sorgen, dass die Dinger runtergenommen werden, wenn sie erkannt werden, sondern du musst dafür sorgen, dass die geschützten Werke nur dann zugänglich sind, von Anfang an nur dann zugänglich sind, wenn der Lizenzvertrag eingehalten wird. Das heißt, auch bei Upload muss ich, liebe Seitenbetreiber, muss ich schon aktiv werden. Und damit kommen wir zu den sogenannten Upload-Filtern. Das ist, als würde ich, also vorher habe ich eine offene Wiese und wenn da ein schwarzes Schaf rumläuft, dann kann ich da meine Schrotflinte nehmen oder meine Überwachungsdrohne und das Ding abschießen. Jetzt muss ich vornherein einen Zaun drum bauen. Das heißt natürlich, klar, es kommen A, weniger Schafe auf die Wiese, B, ich habe vielleicht an anderer Stelle noch andere Probleme. Damit kommen wir zum Thema des Vortrags. Roboter sagt immer nein. Es gibt großartige Longreads dazu. Einen davon habe ich da verlinkt, deswegen auch wieder der QR-Code. Wie man das machen kann. Mir fallen, oder in den Longreads, die ich gesehen hatte, drei Möglichkeiten, das Ganze zu gewährleisten. Man könnte eine exakte Passung machen. Wenn ich eine Datei habe, die genauso ist wie eine Datei, die mir vorher von den Rechteinhabern gemeldet wurde, dann kann ich als Webseitenbetreiber sagen, das Ding darf da nicht stehen. Für euch als Webseitenbetreiber, als Plattformbetreiber, ist relativ entspannt, glaube ich. Also kann man machen, man kriegt eine Liste und dann hat man halt so eine Blacklist, fertig. Für euch, was würdet ihr dazu sagen? Ihr Rechteinhaber, also da schüttelt einer so ein bisschen den Kopf, warum? Ja, du musst nur ganz ein bisschen neu kodieren und dann wird diese schwarze Liste sofort umgangen. Okay, also ist vielleicht nicht ganz in eurem Interesse. Okay, andere Möglichkeit, ich mache eine Ähnlichkeitserkennung. Wärst du damit zufrieden? Kann man im Notfall auch umgehen, ja, aber es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, das zu umgehen, wenn es nicht nur nach irgendwelchen Hash-Werten geht, nach irgendwelchen Dateigrößen, Formaten, Benennungen oder so weiter, sondern einfach nur um Ähnlichkeit. Also da hast du einen Erkennungsalgorithmus dahinter und so weiter. Was würdet ihr als Plattformbetreiber dazu sagen?
Würdet ihr machen? Ist ein bisschen mehr Aufwand. Google hat das mal versucht, hat Content ID gebaut, hat 60 Millionen gekostet. 60 Millionen Dollar. Stand 2014. Seitdem sind noch, also wir reden immer von, also wir können in die Dokumente, in die Finanzen nicht reingucken. Aber wir gehen davon aus, dass es inzwischen ungefähr 100 Millionen Dollar verschlungen hat. Und es wurde ja immer noch weiterentwickelt. Kann man machen, muss man die entsprechenden Finanzen dazu haben. Können sich große Firmen vielleicht leisten, können ja dann auch an die ganzen anderen kleinen Webseiten oder Plattformbetreiber ihre Technik vermieten. Aber könnte insgesamt für eine ganze Menge Infrastrukturanbieter ein großes Problem sein. Eine Plattform ist nicht nur Google, ist nicht nur YouTube, ist auch das Hello Kitty Forum Deutschland oder was weiß ich. Es gibt tausend Sachen, wo man User-Generated Content hochladen kann, jedes Spiel, wo man Avatar hochladen kann. Und die können das entweder abschalten oder einen Upload-Filter irgendwie sich einmieten. Vielleicht auch nicht ganz die Lösung. Das Dritte, was man noch machen könnte, ist das Watermarking. Das ist so vielleicht so ein bisschen dazwischen. Also das ist ein bisschen strenger als die schwarze Liste, als Exact Match. Aber es ist eben auch weicher als die Geschichte mit der Ähnlichkeit. Also alle drei Möglichkeiten, wie man diesem Gesetzestext oder diesem Vorschlagstext, ist ja noch nicht Gesetz, entsprechend gerecht werden könnte, sind so . Jetzt fragt sich vielleicht die von mir aus rechte Hälfte, warum ich euch noch nicht angesprochen habe. Naja, eine Gruppe haben wir noch gar nicht so richtig betrachtet bei dieser ganzen Präsentation, nämlich die Nutzerinnen und Nutzer. Ihr kommt jetzt. Gibt Folgen. Richtig. Die Frage ist ja natürlich, wer zahlt für den ganzen Kram? Natürlich. Also das. Da wird eine Forderung von Trump so ein bisschen umgesetzt. Make them build it and make them pay for it. Ihr werdet diejenigen, die für diesen Zaun bezahlen, die für diesen Upload-Filter entsprechend bezahlen, in welcher Art auch immer er umgesetzt werden muss. Und wie genau, das ist jetzt genau der Knackpunkt. Ihr Nutzerinnen und Nutzer, kann ja sein, dass ihr kein schwarzes Schaf seid, sondern gerade irgendwie nur ein bisschen euch vor im Schlamm gewälzt hat, was auch immer. Ihr seid ein bisschen dreckig und ihr lauft gegen diesen Zaun. Und der Zaun sagt euch, der Upload-Filter sagt euch, ihr dürft da nicht hoch, ihr dürft nicht auf diese Wiese, das darf nicht hochgeladen werden. Jetzt gibt es 1000 Grenzfälle im Urheberrecht. Wir hatten gerade eine wunderbare Demonstration. Sie dürfen mich hier nicht filmen, sie begehen eine Straftat. Habt ihr so hier der deutsche Schlapphut. Wenn ich jemanden einfach so auf der Straße filmen würde, dürfte ich das auch nicht. Das ist persönlichkeitsrechtlich schwierig. Aber wenn dieser Mensch in die Öffentlichkeit geht, dann darf ich das. Wenn er sein Anliegen in die Öffentlichkeit trägt und auf eine Demonstration geht, dann darf ich ihn auch filmen, besonders wenn er in meine Kamera reinläuft und nicht ich mit meiner Kamera ihn so porträtiere, sondern die Demonstration selber filme. Genauso ist es beim Urheberrecht. Da gibt es eine ganze Menge Ausnahmen. Natürlich ist jedes Kunstwerk im öffentlichen Raum ist irgendwie urheberrechtlich geschützt, jede Statue. Aber wenn das Ding da dauerhaft installiert ist, gibt es im Deutschen so ein Ding, das nennt sich Panoramafreiheit. Das heißt, ich darf es fotografieren, ich darf es ausdrucken, ich darf es auf Facebook hochladen, ich darf daraus Postkarten drucken und die Dinger verkaufen. Kein Problem. In Frankreich wieder schwieriger. Wir arbeiten für eine Harmonisierung der Panoramafreiheit. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Es gibt Satire. Ich darf Teile nehmen und hochladen, um was Humoristisches daraus zu machen. Ich darf darauf meine eigene Kunst aufbauen. Ich darf wissenschaftlich daraus zitieren. Ich darf es für Bildungszwecke unter bestimmten Voraussetzungen verwenden. Es gibt sogenannte Schranken im Urheberrecht, unter denen ich auch urheberrechtlich geschütztes Material hochladen darf. Nicht zu sprechen von dem, was eigentlich gar nicht urheberrechtlich geschützt wäre, nur falsch erkannt wurde von den Filtern. Es gibt jetzt verschiedene Inhaltserkennungstechniken, die da unterschiedlich arbeiten. Wenn ihr mal einen lustigen Spaß-Leseabend haben wollt, dann gebt mal ein Hashtag Soundcloud, Hashtag Copyright, Claim, Hashtag Dispute. Jeden Tag werden da Künstler geblockt, die ihre eigene Musik versuchen hochzuladen. Aber dann wird per Ähnlichkeitserkennung wird irgendwas Falsches erkannt. Großartig. Und die verlieren tatsächlich bares Geld damit. Oder so eine Geschichte wie Maroon 5 versucht, seinen Song bei YouTube hochzuladen, wird geblockt. Weil es Eigentum von, ich weiß nicht, was ist das Label? Universal, glaube ich. Weil es von Universal bereits hochgeladen wurde. Maroon 5 kann seinen eigenen Song nicht hochladen. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt jetzt, also wir haben da gerade noch ein Praktiker, der das Ganze macht, ein Bekannter von uns, der ist Professor an der Hochschule in München, der in seiner Freizeit digitalisiert der alte Schallplatten, die sind alle gemeinfrei inzwischen, und lädt die bei YouTube hoch, unter anderem.
damit eben Leute damit Unterricht aufbauen können, mit alten Soundproben, mit alten Stücken von was weiß ich. Aber die sind eben mal vor 70 Jahren eingespielt worden und die sind alle gemeinfrei inzwischen. Jetzt werden die natürlich recht immer wieder von Content-ID erkannt und dann muss er dagegen angehen. Es gibt Leute, die haben so viel Spaß daran, das zu machen, nehmen sich die Zeit dafür. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Foto irgendwie bei Instagram hochladen will und das wird als Copyright-Claim irgendwie erkannt, weil im Hintergrund irgendwie eine FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft lief oder so. Ja, das ist passiert. Bei Twitter wurden Sachen runtergenommen, wo ein Kind vor einem Fernseher getanzt hat, wo im Hintergrund die WM lief, weil er sich über ein Tor gefreut hat. 5-Sekunden-Clip, FIFA hat es runtergenommen wegen Copyright-Claim. Würde ich denn jetzt als Mutter da irgendwie hingehen und da dieses riesen Formular ausfüllen und da einen Copyright-Claim gehen? Würde ich FIFA verklagen wegen dieses Videos? Muss jeder für sich überlegen. Das trifft teilweise Privatpersonen, das trifft teilweise Künstler selber, wie in dem Fall Cindy Alexander. Das war jetzt das ist jetzt vom 30. Juli, ist einfach ein relativ aktuelles Beispiel. Jetzt müsst ihr euch als Plattform wieder überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dieser Information? Einerseits habe ich die Nutzer im Nacken, andererseits habe ich die Rechteinhaber im Nacken. Was mache ich mit denen? Das Problem ist nur, eine Maschine kann natürlich immer nur so gut sein, wie sie programmiert ist. Und manche sind hervorragend programmiert, sind großartig programmiert, aber haben eben einen bestimmten Fokus. Wie Hell bei Odyssey, bei Space Odyssey, wo es darum ging, die Mission zu erfüllen. Und diesen Zweck hat er entsprechend erfüllt. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wie baue ich diesen Filter? Baue ich ihn so, dass die Nutzerinnen und Nutzer alles hochladen können erstmal? Oder baue ich ihn so, dass die Rechteinhaber halbwegs zufrieden sind? Was würdet ihr sagen? Für wen würdet ihr eher arbeiten, wenn ihr diese Filter baut? Ich stelle euch so viele Fragen heute, ich sollte eigentlich ein bisschen was erzählen. Aber wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet zwischen 1 oder 2, wen würdet ihr nehmen? Was immer billiger und einfacher ist. Naja, sagen wir mal so, im Zweifelsfall sind die, die monetäres Interesse daran haben, haben auch ein Interesse daran, euch zu verklagen, wenn ihr nicht in ihrem Sinne arbeitet. Die Nutzerinnen und Nutzer haben daran einfach ein anderes Interesse. Also die wollen natürlich auch das Internet benutzen, klar, aber kostet halt dein Geld, einen Anwalt zu bezahlen. Also Justice Minimum, Filter Maximum. Das ist die logische Alternative aus diesem Gesetzestext, wie er momentan dasteht. Und das ist das, wovor wir warnen. Also es kann immer noch alles ganz anders kommen. Diese Reform ist noch ewig lang und das wird dann in nationales Recht übersetzt. Das wird uns noch die nächsten 3 bis 4 Jahre beschäftigen. Aber das ist die Befürchtung, die wir haben. Das kann passieren. Und wenn das in 26 verschiedene Rechtsordnungen in Europa umgesetzt wird und da kommt ein internationaler Konzern, guckt sich diese Rechtsordnung an und sagt sich, gucken wir uns die strengste an und nehmen uns die, die am strengsten ist, dann ist sie nämlich mit allen anderen auch compliant. Dann können wir in ganz Europa arbeiten. Und das ist unsere Befürchtung, dass wir dann maximal fiese Filter haben. Und liebe Nutzerinnen und Nutzer, ihr müsst dann damit klarkommen. Deswegen versuchen wir den Quatsch tatsächlich zu verhindern. 2 Probleme, die so Filter haben können. False Positives, haben wir gerade schon besprochen. Overblocking-Fälle, habe ich euch ein paar mitgebracht. Wird von denen hier, von den Kollegen viel besser erklärt als von mir. A filtering system for internet uploads doesn't sound that bad. It's for safety, not censorship, right? Here's a glimpse at how well it works now. Samsung used filters like these to take down videos they didn't like, which were mocking their exploding phones. A video of a purring cat was deemed piracy of a song owned not by one, but 2 record labels. Yes, Mr. Whiskers, you'll be getting that platinum record in the mail real soon. An anti-piracy firm took down an entire list of videos with the word Pixels in the title just to protect their movie Pixels, a failed attempt at a blockbuster. I'm kidding. We are all gonna die. Fox censored video game footage from an old 1980s game after Family Guy used a clip from that very same video in an episode. No, that's what I'm talking about! A Harvard lecture on copyright problems was taken down because of copyright problems. And the complex business models that capitalize on those rights. These things happen all the time. We only hear about them when people fight back. But most creators don't have the know-how and can easily be intimidated with a lawyer's letter. The easiest way to...
something from the internet now is to accuse the creator of infringing copyright. Und da sind wir jetzt endlich bei Freiheit offener Software. Ihr erinnert euch an dieses Family Guy Beispiel, dass die irgendwie was spielen und das wird dann genutzt. Das passiert bei Videos verdammt oft. NASA, genauso inzwischen wie die ESA unter einer ein bisschen anderen Lizenz. Die NASA stellt zum Beispiel alles, was sie machen, stellen sie unter einer maximal freien Lizenz online. Das Ganze ist dann gemeinfrei. Das ist super, das kann jeder verwenden. Das kann auch jede Nachrichtensendung verwenden. Und wenn dann eine Nachrichtensendung einen Raketenstart oder eine Landung auf dem Mars oder sowas in ihre Sendung aufnimmt und bei YouTube hochlädt und sagt, hallo YouTube, das ist mein Video, und Content-ID dann diese Mars-Landung oder diese Raketenstart in einem anderen Video erkennt, wird es geblockt. Und stellt euch das jetzt mal mit GitHub vor. Stellt euch das mal mit freier und offener Software vor. Und mit allen möglichen Programmen, die kommerziell auch auf offene Repositories, auf offene Schnittstellen zurück, auf offene Programmpakete zurückgreifen. Und das wird dann beim nächsten Mal, wenn jemand auf das gleiche offene Paket benutzen möchte, geblockt. Dann haben wir ein Problem. Und so funktioniert das Internet, wie ich es mir vorstelle, auch nicht so richtig. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, was man sehen könnte bei Filtern, was passieren kann, klar, false negatives. Es kann sein, dass eure Interessen nicht richtig, also die der Rechteinhabenden, nicht richtig umgesetzt werden. Frage ist jetzt nur, wie groß sind diese beiden Unterschiede? Da gibt es Untersuchungen zu. Erstmal kann man eine Simulation laufen lassen bei 1 Million Uploads und einer Filtergenauigkeit von 98,5%. Momentan gehen wir davon aus, dass wir so 90-92% exakte Erkennung haben bei wirklich guter Software. Wie gut es in Zukunft wird, keine Ahnung, aber 98,5 ist schon. Und wenn einer von 500 Uploads rechtsverletzend ist, dann ziehen wir um 20.000 Urheberrechtsverletzungen, rechtmäßige, also wirklich echte Urheberrechtsverletzungen rauszuziehen, haben wir 150.000 Uploads zu Unrecht verhindert. Das kann man sagen, das ist mir wert. Aber was wurde damit auch verhindert? Also auch das gerne in der Präsentation nochmal nachlesen. Ich habe das da auch nochmal verlinkt. Das ist eine Untersuchung die Simulation ist von 2018. Ich habe noch eine andere Untersuchung aus dem Jahr 2016, glaube ich. Das Video ist unavailable. Da haben sich Forscher hingesetzt, haben einen ganzen Katalog von Videos aus YouTube rausgesucht, die Mockups sind, die Satire sind, die einen Song nehmen, ein Musikvideo nehmen und das irgendwie verballhornen, Satire damit betreiben. Und haben einfach geschaut, wie viele Videos werden im Untersuchungszeitraum, die vorher im Katalog online stehen, wie viele werden dann runtergenommen, wie viele werden abgeschossen. Und ja, all die, die jetzt online stehen, die dürfen eigentlich auch online stehen. Nach dem Untersuchungszeitraum sind noch 60% der Videos online. Das heißt, 40% der Videos, ungefähr 800, sind zu Unrecht abgeschossen worden. Klammer auf. Wir wissen nicht, wie viele Videos vor dem Untersuchungszeitraum schon abgeschossen wurden. Wir wissen nicht, wie viele Uploads vorher schon verhindert wurden. Also kann man davon ausgehen, dass diese 40% noch nicht das Ende der Fahnenstange sind. Die gute Nachricht ist, wenn man diese Filter baut, werden sie natürlich weiterentwickelt und alles wird immer besser. Vielleicht. In dem Zusammenhang empfehle ich Stanley Kubrick's A Space Odyssey. Jetzt kann man natürlich sagen, also anders. Roboter sind super und ich glaube auch, dass ich euch mit diesem Roboter so ein bisschen in den Vortrag hier gelockt habe. Aber Roboter bringen vielleicht auch das ein oder andere Problem mit sich. Der spricht ganz viel Französisch, deswegen überspringe ich ein bisschen was. Ah, enfin le Parlement. Bon, je vais aller parler avec des députés. C'est sans doute là que j'ai été créé. C'est beau.
Julia. Elle, c'est Julia Reda, députée européenne. J'espère qu'elle aime bien mon utilité. What do you think about me? Well, you look really cool. I like robots. Ah, thank you. But I mean, what do you think about the Article 13? I don't want to be impolite, but I don't think that robots are actually capable of distinguishing between a copyright infringement and something that is a legal expression of my culture or my opinions. And so I don't think you're really suitable for the things that you're being asked to do. I'm sorry. It's fine. I'm a little bit sad, I suppose. Apparemment, personne ne veut de ma censure sur Internet. Moi, j'aimais bien casser les œuvres des créateurs. Sniff, je vais me reconvertir dans le cinéma. Comme mon cousin Bender dans Futurama. Hein? Axel? Traurig auch nochmal aus einem anderen Grund. Das ist ein Screenshot von Axel Voss aus dem, in der Abstimmung des Rechtsausschusses. Axel Voss ist der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Urheberrechtsreform. Er ist Mitglied des Rechtsausschusses im Europäischen Parlament und aus diesem Rechtsausschuss ist entsprechend dieser Screenshot, wo er gerade einen Änderungsantrag ablehnt. Ich weiß nicht, ob es da genau um Artikel 13 ging, aber da gab es auch noch eine ganze Menge andere gute Ideen. Das ist der Applaus, der kam, nachdem im Rechtsausschuss mit relativ knapper Mehrheit, also so eine Ergebnisse sind eigentlich nicht so üblich, der Reformvorschlag im Juri-Ausschuss, im Rechtsausschuss verabschiedet wurde und dann ging das Ganze weiter ins Europäische Parlament. Das Problem an der Nummer ist, Axel Voss hatte die Reform von einer maltesischen Abgeordneten übernommen und von einem relativ fortschrittlichen Kurs, also wie wir finden, wie gesagt, ich bin bezahlter Lobbyist, wir haben da eine ganz klare Meinung zu, nochmal ganz schön auf die ursprüngliche Kommissionsversion, wo wir sagen, oh Gott, Internetfilter, alles geht kaputt, zurückgedreht. Das Ganze wurde dann, ja, es ist zum Glück noch nicht alles vorbei, es ist noch nicht alles verloren. Es gab eine Abstimmung im Europäischen Parlament im Juli und ob man das Ganze denn in der Juri-Version gleich weiterführt oder ob man das irgendwie nochmal anders anfasst. Und das ist das Abstimmungsverhalten der deutschen Abgeordneten. Blau heißt, passt so weiter. Orange heißt, nein, das möchten wir uns im September nochmal genauer anschauen. Und ja, grau ist entsprechend Enthaltung. Da gab es eine Gegenrede von Catherine Styler. Sie ist im Imko-Ausschuss. Der ist mit federführend mit dem Jura, ist alles so super technisch, tut mir leid. Sie ist auch mit für verantwortlich. Genauso wie Axel Voss hat sie auch eine Verantwortung für diese Reform, besonders in Artikel 13. Und sie hat da eben eine ganz starke Gegenrede gehalten. Und der Reformprozess wurde erstmal pausiert und es wird jetzt eben nochmal im ganzen Parlament darüber abgestimmt. Worüber genau abgestimmt wird, wissen wir noch nicht. Das entscheidet sich am 5. September und wahrscheinlich am 12. September, nachdem die Änderungsvorschläge klar sind, wird dann, damit die Parlamentarier Zeit haben, sich darin einzuarbeiten und zu überlegen, wo sagen sie ja, wo sagen sie nein. Da brauchen sie übrigens eure Hilfe dafür. Wird das Ganze nochmal im Parlament abgestimmt. Bis dahin werden wir noch ein bisschen weiter versuchen, in diese ganzen Köpfe, die ihr da seht, nochmal ein paar Informationen von unserer Seite reinzubringen. Es laufen aber eine ganze Menge Kampagnen in dem Zusammenhang. Und ein großer Vorwurf gegenüber der Anti-Upload-Filter-Kampagne ist, das sind ja alles Roboter. Das sind ja alles vorgefertigte E-Mails und da haben irgendwelche Leute auf den Knopf gedrückt. Und ganz ehrlich, woher wissen wir, dass da Leute hinterstehen und nicht einfach irgendwie jemand 10.000 E-Mails mit verschiedenen E-Mail-Adressen abgeschickt hat? Ist ein starker Vorwurf. So kann man sicherlich ein paar 10.000, ein paar 100.000 Mailings einfach so entwerten. Es gibt 800.000 Unterschriften bei einer Petition, die von einer unabhängigen Stelle save-the-internet.info, nicht save-your-internet.eu. Das ist nochmal eine andere Kampagne, die wurde auch auf verschiedenen Webseiten ganz kritisch analysiert, wurden gesammelt und auch da kann man sagen, naja, woher wissen wir denn, dass echte Menschen dahinter stehen? Ganz ehrlich, jede E-Mail und jeder Anruf und jeder Tweet, der von euch kommt und sagt, hallo, ich bin ein Entwickler und ich habe Sorgen um das freie und offene Internet. Ich bin hier auf der Free and Open Source Software, nicht Convention. Ich bin hier auf der FrostCon und ich
mache mir tatsächlich darüber Sorgen. Ist mehr wert als jede E-Mail, die ich schreibe. Wie gesagt, ich bin bezahlter Lobbyist. Ich kann euch dabei gerne helfen. Ich habe euch da ein bisschen was zu erzählt. Ich habe da auch Texte zu, aber ganz ehrlich, jeder Text, egal wie kurz, der einfach nur die Sorge ausdrückt und an Parlamentarier geht, hilft viel mehr als jede von uns vorformulierte E-Mail. Da passiert nochmal eine ganze Menge. Also es ist dann natürlich noch nicht vorbei, deswegen gibt es Leute, die sich damit länger beschäftigen. Es wird im Europäischen Parlament abgestimmt. Dann wird die Version, die das Europäische Parlament abgestimmt hat, wird zwischen Parlament, Kommission und Europäischem Rat, also den Regierungen der Länder, der Staaten, wird nochmal verhandelt. Dann geht das Ganze zurück ins Parlament. Die stimmen dann nochmal darüber ab, ob ja oder nein. Aber wichtig ist, dass jetzt eine möglichst gute Version vom Europäischen Parlament reingebracht wird, denn das Council, also der Rat, die wollen Uploadfilter. Klammer auf. Die Deutschen wollen Uploadfilter mit bestimmten Ausnahmen, damit die Benutzer nicht unter die Räder kommen, Klammer zu. Aber auch Einspruchsmechanismen, sagen wir, gute Ausnahmen vom schlechten Gesetz sind immer noch ein schlechtes Gesetz. Die Kommission möchte auch Uploadfilter. Die haben es ja ursprünglich in den Entwurf reingeschrieben. Wenn jetzt auch noch das Parlament sagt, ja, wir wollen auch Uploadfilter, basically we're fucked. Also bitte helft uns, das irgendwie zu verhindern. Da passieren mehrere Dinge. Morgen ist zum Beispiel in Köln, München, Hamburg, Berlin und in ganz Europa gibt es den Save Your Internet Day. Da hat Julia Reda dazu aufgerufen und einige andere Initiativen, unter anderem auch Save Your Internet Info und und Load e.V., der liberale Netzpolitikverein. Kann man hingehen? Online-Protest auf die Straße zu bringen, also ich werde morgen in Berlin dabei sein, Online-Protest auf die Straße zu bringen, ist aber schwierig. Viel vielversprechender ist, ich habe mir mal den Wahlkreise von Axel Voss angeschaut, der ist ja, wie gesagt, Berichterstatter des Parlaments für diese Reform, und siehe da, diese Hochschule hier, in der wir uns gerade befinden, liegt in seinem Wahlkreis. Rhein-Sieg-Kreis ist dabei, Bonn ist dabei, und ganz ehrlich, eine Stimme, die von hier kommt, wiegt gleich nochmal schwerer. Natürlich am liebsten, wenn ihr hier wohnt, wenn ihr hier zu Hause seid, wenn ihr hier Leute mobilisieren könnt, aber auch schon, wenn ihr euch hier in diesem Moment zu Hause fühlt und sagt, hey, ich bin gerade in deinem Wahlkreis und ganz ehrlich, was da gerade läuft, uncool, mach mal was. Denn das ist ja auch unter anderem seine Aufgabe. Es gibt eine ganze Menge andere Parlamentarier, die ihr auch ansprechen könnt, aber Axel Voss ist ein guter Ansprechpartner in dem Zusammenhang. Ihr seht, ich habe euch eine ganze Menge Geschichten erzählt. Das mit den alten Männern, die alle keine Ahnung haben, stimmt nicht ganz. Da werden Interessen miteinander verhandelt und es ist halt wichtig, dass auch alle Interessen sich Gehör verschaffen. Eben auch die von Softwareentwicklern, auch die von Kreativen, auch die von den Nutzerinnen und Nutzern. Es ist ja nicht alles, schlecht, was da aus der EU kommt. Es muss halt nur jeder gehört werden. Auch die Geschichte, die Roboter machen das Internet kaputt, ist super zugespitzt und wird zu Recht kritisiert. Auch das ist eine Geschichte, aber eine, vor der wir verdammt viel Angst haben. Und wenn ihr uns helfen würdet, das irgendwie zu verhindern und euren Freunden, Liebsten, Leuten, die ihr nicht mögt, wem auch immer davon erzählt, und wenn wir das gemeinsam verhindern könnten, dann hätten wir nicht nur eine ganz gute Kampagne gefahren, sondern dann hätten wir echt was bewegt für Europa. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, wenn ich das richtig sehe, erstmal danke für den Vortrag. Hast du noch Zeit für Fragen? Ja, selbstverständlich. Und ja, wer Fragen hat, ich komme mal mit dem Mikrofon rum. Ja, danke für den Vortrag. Ich bin vollkommen bei dir mit der Kritik an Upload-Filtern, aber ich frage mich, was die Alternative ist. Also man kann ja nicht wirklich irgendwie von Google oder von den Copyright-Inhabern irgendwie Universal Hollywood verlangen, dass die bei der, weiß ich nicht, pro Minute werden 1 Million Videos auf YouTube hochgeladen oder irgendwie sowas. Das kann ja keiner händig durchgehen. Also wenn wir das alles erlauben, schaffen wir dann Copyright letztendlich komplett ab oder das Urheberrecht? Also was ist die Alternative zu Upload-Filtern? Cool, dass das genau aus der Ecke kommt, wo ich gesagt habe, versetzt euch mal in die Rechteinhaber rein. Super. Es gibt mehrere Alternativen. Also man kann sagen, ja, die Geschichte ist gut, und man muss was für Künstlerinnen und Künstler tun. Das Problem ist nur, Uploadfilter A,
betrifft nur die, die wirklich groß rechtsdurchsetzend sind. Das heißt Kreative, die auf den Werken von anderen Kreativen aufbauen. Und ganz viele Grenzfälle und kleine Künstler werden durch den Filter eher behindert, als dass er ihnen hilft. Das ist das Erste. Das Zweite, man kann natürlich auch sagen, ich kann, auch wenn ich das Regime nicht verändere, wenn ich keine Upload-Filter einführe, kann ich ja trotzdem die Rechtsdurchsetzung verbessern. Also denk nochmal an den Zaun und die Schrotflinte. Ich kann ihm auch ein Fernglas geben. Ich kann eine API, ich kann eine Schnittstelle in meine Sachen reinbauen, dass jemand von den Rechtsdurchsetzern den Katalog schneller durchgehen kann, als wenn er übers User-Interface gehen muss. Das könnte man machen. Es gibt viele Möglichkeiten, da ein bisschen was zu drehen, am bestehenden Regime Dinge zu verbessern. Klammer auf, wir haben ja jetzt auch kein komplett kaputtes Internet. Also da ist ein Ungleichgewicht, ja. Aber dieses Ungleichgewicht auf die Art und Weise zu beheben, halte ich für keine besonders gute Lösung. Es gab dazu eine Untersuchung, welchen wirtschaftlichen Schaden, das beauftragt vom EU-Parlament tatsächlich, nee, von der Europäischen Kommission, Entschuldigung, wie wirkt sich Piraterie, Online-Piraterie auf den Umsatz von Rechteinhabern aus, also von den großen Verwertern. Diese Studie ist in Auftrag gegeben worden, ist dann aber nie vom Parlament oder von der Kommission selber veröffentlicht worden. Die sind nämlich das wurde dann natürlich irgendwann veröffentlicht, noch nicht mehr offiziell, sie kamen zu dem Schluss, bei großen Kinofilmen hat es Einbußen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, es waren zwischen 3-8% Umsatzeinbußen bei aktuellen Blockbustern, Kinofilmen. Bei den anderen Sachen ist gerade jetzt, weil das Streaming einfacher geworden ist als Piraterie, ist der wirtschaftliche Schaden. Also es wird mehr geguckt, ja, es wird auch mehr illegal geguckt, aber dadurch wird nicht weniger gekauft. Der wirtschaftliche Schaden ist vernachlässigbar. Auch die Quelle kann ich dir gerne schicken. Also so kaputt ist das System eigentlich gar nicht. Und da mit so einer Brechstange das ganze Ding zu verändern, halte ich für bumsgefährlich. Aber wenn du noch coole Ideen hast, wie man das anders verändern könnte, außer mit einer API, herzlich gerne. Ja, da oben ist noch eine Frage. Ach so, wir sagen übrigens auch, die Seitenbetreiber sollten dazu gezwungen werden, Lizenzverträge abzuschließen. Also damit so ein Ding wie mit YouTube und der GEMA nicht über Jahre läuft. Also hier, du darfst das nicht gucken, weil die GEMA böse ist, was YouTube immer raufgeschrieben hat, was Quatsch ist. Dass Lizenzverträge notwendig sind, da sind wir dabei. Und dann hast du als Rechteinhaber hast direkt ein viel größeres Verhandlungsmandat, einen viel größeren Hebel gegenüber den Plattformen. Und damit ist schon eine Menge getan. Also API und Verpflichtung zur Lizenzvereinbarung. Aber bitte ohne Upload-Filter. Wie kann ich mir einen Upload-Filter im Softwarebereich vorstellen? Das Problem ist ja, ich brauche ja irgendwo eine Referenz, gegen die ich vergleiche. Wenn jetzt jemand ein neues Betriebssystem veröffentlicht, und kann ich das gegen bekannte Quellen vergleichen und kann feststellen, hoppla, das ist ja ein Plagiat von Linux-Kernel. Aber wenn er jetzt irgendwo die Quellen bei Apple oder bei Microsoft geklaut hat, kann ich ja gar nicht dagegen vergleichen. Also letztendlich könnte es ja auch dazu führen, dass ich dann sage, irgendwie, ich habe ein Projekt, ich nehme gar keine Beiträge von anderen Entwicklern entgegen, weil ich ja nicht weiß, wo er die her hat. Das wäre ja eigentlich noch eine Katastrophe, weil dann viele Projekte irgendwo versiegen würden, weil sie nichts mehr annehmen. Deine Frage ist, wie kann ich das erkennen bei Softwareprojekten? Genau. Nenn mich naiv. Nee, also ich gehe jetzt davon aus, würde sagen, um Rechtssicherheit zu haben, würden viele Leute sich dazu entscheiden, einfach gar keine Beiträge mehr von extern anzunehmen. Aber damit würde die Dynamik aus vielen Projekten herausgehen. Ja, aber wie kann ich, also bei Videos ist das schon ein bisschen was kompliziert. Also bei Audio ist es noch relativ einfach, bei Videos ist es komplizierter, aber bei Software, die auch in Code hinterlegt ist, Steuerung F. Ich habe einen Code, einen Programmteil, den erkenne ich als genau identisch zu einem Programmteil, der urheberrechtlich in einem urheberrechtlich geschützten Kontext auftaucht, und dann erkenne ich das sofort. Also ich glaube, so eine Erkennungssoftware ist viel einfacher zu programmieren für Code als für Videos. Also ich glaube jetzt eher nicht, weil der Quellcode für die meiste proprietäre Software ist ja nicht veröffentlicht, sondern ich habe ja nur den Binärcode, und der Binärcode, der ist ja völlig unabhängig vom Quellcode meistens. Aber jetzt kommt ja das Schöne. Du als Rechteinhaber hast ja ein Interesse daran, dass diese Filtermechanismen ordentlich mit Informationen gefüttert werden. Und dann könnte es Möglichkeiten geben, wenn man diese Filter, also man ist natürlich dann wieder
muss eine geschützte Umgebung sein, damit da kein anderer reingucken kann. Das heißt, es wird immer nur von großen Anbietern gemacht werden und nur die kriegen die Informationen. Aber diese Anbieter, die dann entsprechend abgesichert sind, ich denke schon wieder viel zu viele Eventualitäten, die würden dann eben Einblick in den Code wahrscheinlich kriegen oder in bestimmte Programmteile. Man muss ja nicht einen ganzen Code nehmen. Und daran kann man wieder Ähnlichkeitsabgleiche machen. Ich denke, dass sich dort ein Weg finden wird. Aber da seid ihr die Entwickler und nicht ich. Ich habe Politikwissenschaft schon studiert, mit anderen Worten, ich bin nutzlos, was diese Frage angeht. Mikrofon, or it didn't happen. Wir haben einen Livestream. Man könnte das ja über Hash-Werte machen, dass man gar nicht den Originalquellcode zur Verfügung stellt, sondern Hash-Werte und sagt, wenn die auftauchen, dann ist es die Software. Dann veröffentlicht man nicht seine Geheimnisse, aber blockt andere doch auch. Wäre eine Idee. Das würde bedeuten, dass ich ein Zeichen ändere und einen neuen Hashwert kriege. Dann matcht es aber nicht mehr. Wie das technisch am Ende läuft, weiß ich nicht. Aber auch da, wenn ihr sagt, hey, du hast an der einen oder anderen Stelle, also erstens, ich bin nachher noch da. Zweitens, ich werde mich gleich hier, also das wollte ich jetzt nicht hier vor euch machen, weil ich eure Einverständniserklärung fürs Film nicht habe, aber ich werde gleich noch so ein Statement aufnehmen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, dass ich hier auf der Frostcon bin und dass ich, dass Softwareentwickler eventuell ein Problem damit haben könnten. Wenn ihr das besser erklären könnt, entweder mir oder euren Abgeordneten, dann können wir das gerne gleich zusammen im Innenhof machen. Also ich bin jetzt erstmal noch hier und dann stelle ich mich irgendwo hin, wo es schön ist, wahrscheinlich direkt vor den Eingang, wenn es nicht regnet, und werde ein paar Videos aufnehmen. Also da könnt ihr mir echt helfen. Und wenn ich am Ende dieses Tages gelernt habe, nö, das ist für Softwareentwickler kein Problem, dann habe ich auch was gelernt. Denn dann renne ich nicht in Brüssel irgendwie voll gegen die Wand, weil mir dort ein anderer Lobbyist erzählt, nö, was du da die ganze Zeit vor dir herträgst, ist ganz großer Quatsch. Weitere Fragen? Jetzt zum Status Quo des Notice and Takedown. Wenn ein Plattformbetreiber das nicht macht, dann hagelt es ja Strafen oder wie auch immer. Also wenn er auf die Anforderungen nicht reagiert, wie sieht das ganze Ding aus? Ja, wir haben das Beispiel gehabt von der NASA, wo auf einmal die ganzen NASA-Videos verschwinden, weil irgendjemand sagt, hoppala, das gehört mir, was aber nicht der Fall ist. Gibt es da irgendwie für das Vernichten, ich sag's mal so, von fremdem Content irgendwas, Maßnahmen, Strafen, irgendwas? Oder Pech gehabt? Du kannst ja klagen. Das ist ja das Bittere. Wenn jemand Content von dir vernichtet, unrechtmäßig mit einem Copyright-Claim, ist es so einfach, diesen Copyright-Claim zu fahren, weil dir irgendwas nicht gefällt. Und es ist so schwer, sich dagegen zu wehren. Das ist ein Problem. Und wenn das automatisiert, jedes Mal, wenn du was hochlädst, passieren kann, weil es automatisch und nicht mal aus Bosheit irgendwie gemacht wird, und du dann gegen eine Maschine argumentieren musst, was sollen die Maschine machen? Sagen, oh, sorry, ich habe mich geirrt. Nee, ihr Programmcode wird sich ja nicht ändern. Also, just my point. Ist traurig, oder? Also lass uns den Scheiß verhindern. Noch jemand? Achso, und was für Strafen ein Plattformbetreiber zahlen muss, wenn er sowas nicht implementiert, wenn er keinen Lizenzvertrag abschließt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Gesetz ist nicht fertig. Das ist nur eine Richtlinie, die dann wiederum in nationale Gesetze umgesetzt wird. Also, kann böse werden. Noch jemand eine Frage oder Anmerkung? Ich habe noch eine. Das ist hier die Frostcon und eigentlich wird hier selten, glaube ich, so richtig politischer Vortrag gehalten oder so, und ihr wollt eigentlich eher, ihr seid sicherlich mit einem völlig anderen Interesse hergekommen, als über europäische Urheberrechtsreform zu hören.
glaube ich zumindest. Also ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema, wenn ich mich in meiner Freizeit irgendwo aufhalte. Deswegen Riesenrespekt dafür, danke dafür und mal schauen, was wir zusammen machen können. Danke euch.